Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Strange Days hier. Und ich weiß, ihr musstet lange warten. Ich komme erst jetzt dazu, den vierten Teil des super krassen Irgendwas-Specials aufzunehmen. Und ja, ein paar Leute sind übrig geblieben im letzten Video. Solltet ihr euch diese Videos noch nicht angesehen haben und seid Subscriber, dann empfehle ich die sehr. Das ist, glaube ich, bis jetzt das Beste, was ich überhaupt aufgenommen habe. Ich finde es irgendwie ziemlich unterhaltsam. Ja, ich würde mal sagen, mal sehen, wie die letzten paar sterben. Ein Subscriber ist noch dazugekommen. Gucken wir uns gleich in der Mission an, wer dabei ist. Ja, cool, cool. Ich würde sagen, wir warten einfach mal darauf, dass was passiert. Schneller warten. Ist ruhig auf der Erde. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ja, wir müssen auch bald mal was machen. Ich weiß nicht, wie lange. Wir haben ja bis jetzt nicht besonders erfolgreich das hier alles gemanagt. So Erde beschützen und so ein Kram. Und, und ja, gerade hat ein Großteil der Welt, ist eigentlich alle sind unzufrieden mit unserer Fähigkeit, die Aliens abzuwehren und haben uns und kürzen uns gerade die Mittel. Ich bin letztens noch mit meinem Kumpel darüber unterhalten, dass bei XCOM ja schon ein bisschen merkwürdig ist, so wie man dieses Spiel verliert. Und zwar nicht, indem die Aliens gewinnen und die Erde zerstören, sondern indem einem die Mittel gekürzt werden von den Regierungen. Und mit anderen Worten, dann ist halt irgendwie keiner mehr da. Peking. Ich wollte gerade noch sagen, dass ich mir jetzt anders überlegt habe, dass ich nicht vielleicht unbedingt wirklich nur noch Terrormissionen mit euch mache, aber wenn es sich anbietet, ne? Gucken wir doch mal. Und wir... aktivieren Sky Ranger 3 und machen uns mal auf den Weg nach Peking. Und das sieht ganz schwer nach einer Nachtmission aus. Das heißt so viel wie... wir können ganz sicher sein, dass das fürs Erste das letzte Video des Specials sein wird. Allerdings nicht das letzte Video mit diesem Konzept. Ich finde das irgendwie, ich habe mir immer schon überlegt, ich will irgendwas machen, womit man so ein bisschen die Subscriber mit einbezieht. Das finde ich eigentlich spaßig. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache bei Gelegenheit mal öfter sowas so. Keine Ahnung, alle 2 Monate, was weiß ich. Je nachdem. Und natürlich, falls sie irgendwann mal so, keine Ahnung, 50 Subscriber oder so überschritten werden oder sowas. Los geht's. Oh yeah! So, wen haben wir dabei? Das ist unser neuestes Mitglied, The Game Observer. Dann haben wir Slex Assassin und ihr beiden habt das große Glück, dass ihr die einzigen wart, die in der letzten Mission nicht befördert wurden. Deswegen seid ihr diesmal die als erstes aus dem Raumschiff gehen. Es tut mir leid für euch. Wir haben Warhunter, Eisenwolf, Johnny Ganja und das sind alles mittlerweile Gefreite. Johnny Ganja ist sogar ein Feldwebel, glaube ich, ja. Fabi, Burza, das war's. Der Rest ist tot. Okay, und es sieht so aus, als könnten wir eigentlich alle mit Laserwaffen ausstatten. Das gefällt mir ganz hervorragend. Sekunde. Okay. Musik war mir schon wieder zu laut, wenn man das denn Musik nennen kann. Ja, ich war immer noch zu faul, mir die Musik der PlayStation-Version drauf zu machen. Okay. Naja, ich finde Lasergewehr, ja, dann gibt es dazu nicht noch eine Laserpistole, ist doch doof. Unser Feldwebel bekommt noch eine Granate und ich finde, der muss eigentlich auch ein Lasergewehr bekommen. Gamer Server, sorry, bist halt neu dabei, Mann. Bekommst jetzt halt erstmal nur eine Pistole. Ich weiß nicht, wir haben halt...
Wir haben halt noch Gewehre rumfliegen. Wieso rüsten? Dann rüsten wir die halt auch aus. Schad ja nix, ne? Obwohl, ich glaube, die Einheiten werden dadurch unter Umständen ein bisschen langsamer. Ich weiß nicht genau. Ja, ist doch alles wunderbar. Machen wir hier mal, tun wir mal nicht so, als könnten wir damit irgendwie euren unvermeidlichen Untergang vermeiden. Los geht's. Los geht's. The Game Observer wird der Erste sein, der das Raumschiff verlässt. Gucken wir erstmal, wie unsere Stellung hier ist. Es sieht aus, als wären wir oben in der Mitte. Ha. Okay. Das hat ja schon mal funktioniert. Slax Assassin. Du hast letztes Mal dich voll gut rumgeschlichen und so und dir ist nichts passiert. Mal gucken, ob das wieder der Fall sein wird. Ich wollte gerade sagen, wir haben fürs Erste anscheinend hier die Umgebung gesichert, aber nö, so gar nicht. Der steht mit dem Rücken zu uns. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal ganz dreist davon aus, auch wenn wir die KI schon komische Stunts haben machen sehen, gehe ich mal davon aus, dass der keinen Zug bekommen wird, um uns auf uns zu schießen. Zumindest nicht, bis wir auf den schießen. Deswegen gucken wir mal, ob wir nicht hier so eine Feuerlinie aufbauen können und den erstmal total auseinandernehmen. Eisenwolf, du gehst mal hier hin. Warhunter, du deckst uns den Rücken. Und die anderen rücken erstmal nur so ein Stück noch vor. Obwohl, du kannst nicht auf die Rampe gehen. Vielleicht kannst du, ich weiß gar nicht, ob der von da schießen kann. Ich glaube nicht. Unser Feldwebel. Okay. Und Burza darf für den ersten Zug im Schiff bleiben. So. Slax, wer macht den ersten Schuss? Eisenwolf, du hast offensichtlich ziemlich wenig Bewegungspunkte. Du bist ja jetzt nicht weit gegangen gerade. Das ist doof. Aber du könntest schon noch schießen. Ich glaube, wir geben Slax Assassin den ersten Schuss. Oh yeah! Oh Gott. Und wir haben irgendwas freigelegt. Da, noch eine Sau. Slax Assassin, der uns auch noch wegschießt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Jetzt sind die anderen am Zug, das erstmal nachzumachen. Würde ich mich freuen, wenn ihr das tun würdet. Beenden wir den Zug und sehen, wer stirbt. Niemand nicht ist gestorben. Sehr gut. Sehr gut. Schon mehr, als man von ersten Zügen so sonst verlangen kann. Okay. Das hier ist ganz... Diese Straße können wir, glaube ich, relativ gut im Auge behalten. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Licht. Das ist eine gute Sache. Hier kann sich keiner anschleichen. Hier diese Ecke ist entscheidend dunkle. Könnte auch sein, dass sich hier hinten noch irgendwas versteckt. Ich glaube es nicht, aber mit Glaube allein ist es nicht getan. Unser Johnny Ganja hat auf jeden Fall ordentlich Bewegungspunkte. Aha! Oho! Oder hihi. Gut, gut, gut. Und schon wieder zwei Leute haben ihn im Visier. Eisenwolf auch. Und ich würde sagen, du schießt mal eine Salve auf den ab. Tu es! Fuck! Fuck! Ah, die Sau. Hätte den ersten Schuss nicht überlebt. Mies, mies, Eisenwolf, mies, du bist tot. Okay, der Feldwebel schießt. Jawohl.
Okay. Scheint niemand mehr hier zu sein in diesem Gebüsch. Und Burza, du kommst auch mal da raus. Okay. Wir warten mal einen Zug wieder ab. Oh, nein. Okay, hat nicht funktioniert, Warhunter. Irgendein scheiß Sektoid versucht schon wieder, uns hier unter seine Kontrolle zu bringen. Ich muss es auf jeden Fall so machen, wenn wir das, diese Aktion hier nochmal wiederholen, so mit Subscribern töten. Dann werde ich das so machen, dass ich, glaube ich, währenddessen noch ein bisschen einfach weiterspiele. Oder wahrscheinlich ein neues Spiel eher anfange und das dann relativ erfolgreich vielleicht sogar spiele, aber es ist einfach so, dass, glaube ich, die ganzen ersten Terrorattacken und so, es sind immer die Sektoids und mit den komischen Fliegeplattformen und die anderen Gegner, auf die man noch so trifft, die tauchen erst später auf. Oho! Slex ist halt. Oh! Das ist eins von den Müsli-Schüsseln. Oh! Komm schon! Boah, fuck. Kannst du sehen, Game Observer, wer da geschossen hat? Nö. Das war mir jetzt nicht cool. Wir sehen die Plattform, aber die Schüsse auf Slex Assassin kamen definitiv irgendwo von hier. Aber wir sehen da nichts. Wir bräuchten Leuchtstäbe oder so, aber die habe ich jetzt natürlich nicht gekauft. Vernünftig vorbereitete Missionen sind für Feiglinge. Wir rennen einfach drauf los. Das ist der männliche Weg, es zu tun oder so. Das Problem ist, wir können jetzt natürlich auf die Plattform schießen und vielleicht jagen wir die sogar in die Luft, aber wenn wir den Typ hier nicht erwischen, dann wird er einen von uns töten. Fuck. Wir kümmern uns trotzdem erstmal um die Plattform. Ich habe auch gar nicht mehr genug Bewegungspunkte, um hier irgendwie alles auszuleuchten und zu gucken. Oh Gott, nein, Mann, wenn du jetzt nicht mal triffst. Oh Gott. Schieß wenigstens nicht zurück. Schnellschuss kriegen wir noch raus. Hey! Ja. Können versuchen mit Warhunter noch ein bisschen drauf. Achso, nee, Warhunter hat auch. Ich dachte gerade, der hätte vielleicht nur eine Pistole. Und dann würde das nicht kaum was bringen. So hingegen. Nein! Das sah voll aus, als würde es treffen. Komm schon, tu es. Ach, Jesus. Okay, denn im nächsten Zug wird definitiv irgendwer sterben. Das ist kaum zu vermeiden. Vor allem, wenn ich jetzt hier so voll intelligent die alle in einer Reihe aufstelle. Aber trotzdem. Yay! Nee, du kannst nichts mehr tun. Außer dich hinhocken und aufs Beste hoffen. Game Observer, du musst ein bisschen weiter vorrücken. Ich muss dieses Alien sehen, was auf uns geschossen hat. Shit! Du bist tot, Mann, sorry. Fabi, rück mal. Scheiße. Jetzt passieren schlimme Sachen. Bereitet euch mal drauf vor. Was? Ah, ja, da. Oh, fuck. Das war Bursa. Oder? Ja. Fuck. Und hier ist auch das andere Alien rumgelaufen. Es hat jetzt tatsächlich nicht nochmal auf uns geschossen. Ich glaube, das stand einfach irgendwie günstig. Ich höre gerade so ein komisches Rauschen. Eine Sekunde mal. Okay, das war mein krasses Mikrofon, was im Gegensatz zu mir in der Lage war, die Waschmaschine zu hören. Beeindruckend. Na gut, was wollte ich gerade sagen? Wieso habe ich keinen Sound mehr? Ah, okay, da ist wieder. Da ist wieder dieses monotone, gehirnzellenzermürbende Geräusch. Ich glaube, der Sektor hat irgendwie hier durch wahrscheinlich geschossen. Ich bin nicht sicher. Was auch immer. Slex Assassin, du musst jetzt diese Plattform irgendwo anders hinschicken, wo sie zusammen mit anderen Plattformen auf Wolken rumplattformen kann. Mann, schießt du Scheiße heute. Okay, die hat zurückgeschossen, aber irgendwie hat man es nicht gesehen. Aha! Oho! Hihi!
Stopp! Jawohl. Vielleicht ist der Sektort. Naja, das hätte man, glaube ich, gehört, wenn der Sektort aber auch ums Leben gekommen wäre. Allerdings haben wir jetzt ein Sichtschild. Das ist auch gut, eigentlich, glaube ich. Zumindest, dass es jetzt gut für uns ist. Kommt mir gerade so vor. Und Game Observer, du gehst mal hier hin. Und wirst in den nächsten Zug da um die Ecke gucken. Und Johnny Ganja. Oh Gott! Gut, dass ich dich gedreht habe. Da ist wieder so einer unterwegs. Ein bisschen Angst um den jetzt. Aber tu es! Nochmal. Tu es! Du kannst es! Du kannst es! Scheiße, noch ein Schnellschuss vielleicht? Nö. Fabi, warst du eine von den Figuren? Nein. Keine Granate. Schade. Wieso? Shit. Komm schon. Komm schon. Ich glaube, wenn du die jetzt abknallst, dann bist du eh tot. Das ist auch eine scheiß Idee, was ich hier mache. Renn mal da rein. Und hock dich mal hin. Wir müssen ganz dringend dieses Dingen vernichten. Warhunter, du kannst, glaube ich, noch eine Salve abgeben. Ja, gut. Oh Gott, nein, aber dann stirbt Fabi, glaube ich. Die Explosion wird auf jeden Fall so groß sein. Renn noch mal so weit du kannst weg. Oh, scheiße. Ich bin ein taktisches Genie! Mann. Tu es! Tu es. Komm, komm. Jawohl. Und wie krass. Fabi hat es überlebt, ist aber schwer verletzt und wird in den nächsten zwei Zügen verbluten. Naja, man kann nicht alles haben, nicht wahr? Gut, gut. Wir haben keine Punkte mehr. Wir lassen einen Zug ziehen. Oh nein. Oh nein. Den hat Warhunter gesehen, allerdings viel zu spät, um irgendwas daran zu tun. Okay. Das Schöne an diesen Terrormissionen ist, dass die Gegner mal relativ gut abgelenkt werden durch die Zivilisten, die abknallen. Zu irgendwas müssen die ja gut sein, die Zivilisten. Töte sie beide in einer Salve. Das möchte ich jetzt, dass du das tust. Nee. Nö. Nee. Nein. Nein, das ist das. Nein, nein. Jetzt. Aha. Eins. Und zwei. Fuck, schade. Jetzt aber. Komm schon. Du kannst es. Du kannst es. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht, Mann. Es war gut, aber nicht gut genug. Slex Assassin. Kannst du überhaupt von da? Sollte eigentlich, oder? Ja. Oh. Oh Mann, oh Mann, wir richten ja ein Massaker an unter unseren großkopfigen Freunden. Und The Game Observer, wir wissen, dass sie ein Alien ist. Du musst hoffen, dass du schneller reagierst als es. Mhm. Naja, immerhin bist du nicht tot. Tu es! Oh komm, oh komm, oh komm, oh komm. Oh Gott, oh Gott. Nein. Okay. Noch ist nichts verloren. Okay, jetzt ist etwas verloren. Nicht alles, aber etwas. Haben wir noch irgendwen, der... Ja, Johnny Ganja. Shit. Ach Gott, ich weiß gar nicht, von wo konnte der schießen? Der müsste, wenn dann, mindestens hier hinkommen. Und dann ist die Gefahr noch da, dass er Game Observer trifft stattdessen... Oder halt hier, das ist ja auch eine gerade... Was, wo steht der? Ja, ja, es wäre eine gerade Linie, es wäre gut. Aber das ist relativ weit. Das heißt, er müsste bis hier hin zumindest. Fuck, das waren viele Punkte, 32, naja. Tu es! Tu es, Mann! Jawohl! Oh Mann, euer Boss hier, euer Feldwebel, der rettet euch hier den Arsch. Heißt Johnny Ganja dabei. Meine Güte. So. Das läuft doch okay, zumindest. Gucken wir, was passiert. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. Was hat die gerade über Johnny Ganja gesagt?
der ist gerade in diesem Moment wahnsinnig geworden. Und jetzt stehen wir hier vor einem moralischen Dilemma sondergleichen, meine Freunde. Weil die Gefahr doch relativ groß ist, da Johnny Ganja anscheinend anfällig ist für Hypnose, dass das Alien es schafft, den im nächsten Zug wiederzubekommen oder den überhaupt nicht erst verliert. Wir müssten das Alien umbringen. Unsere andere Alternative ist natürlich, dass wir Johnny Ganja abschießen. Das ist allerdings... Wow, ich meine, wow, ne? Das macht man ja nicht mal so. Oh, Fabi ist bewusstlos geworden. Weil ich den da drin hab stehen lassen oder weil der wegen Bluten? Ich glaube wegen Bluten. Das ist übrigens auch ein absolutes No-Go bei XCOM auf Missionen zu gehen eigentlich und keine Medipacks dabei zu haben für jeden Einzelnen. Nur, dass ihr wisst, wie sehr ich schuld bin daran, dass wir hier alle sterben. Ja, also ich meine, ihr werdet eh alles sterben, ja? Also ich glaube nicht, dass wir das hier noch packen. Das ist, und dann ist eigentlich die Frage, Johnny Ganja, willst du lieber von einem Gefährten den Gnadenschuss bekommen oder willst du... Du willst ja bestimmt nicht schuld sein, wenn noch mehr sterben, oder? Ich weiß nicht, also wenn wir noch aus einer Schusslinie wenigstens kommen könnten, aber das selbst funktioniert nicht mehr. Wir könnten irgendwie hier hinrennen in den Rauch und Slax Assassin könnte nirgendwo hin. Mann. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich tun soll. Vielleicht, das Problem ist auch noch, vielleicht Johnny Ganja hat gerade, glaube ich, nur einmal geschossen. Vielleicht hat er auch noch irgendwie Aktionspunkte. Und wenn ich jetzt versuche, hier hinzurennen, dann knallt er ihn noch so ab. Das ist extrem riskant alles. Oh Mann. Johnny! Du bist noch nicht mal gestorben. Naja. Wow! Okay, ich hatte natürlich nicht bedacht, dass vielleicht Johnny Ganja sich gar nicht so einfach abschießen lässt. Na doch. Und jetzt, jetzt ist es auch so weit gekommen, dass wir sowas machen hier. Und wir sind zu zweit. Ihr seid zu zweit. Oh Gott. Und wir sehen da unten noch einen Gegner. Wow. Ah, das war eine Plattform. Was? Slax Assassin ist bewusstlos. Wieso? Wofür? Warum? Weshalb? Hat er auch einen Schuss abbekommen? Oh Gott. Boah, Hunter, du bist alleine, mein Freund. Jetzt wird's, zeig mal, was du drauf hast. Oh mein Gott. Ah, schade. Ich dachte, die treffen alle. Komm. Komm. Jawoll, Mann. So Pro geht gar nicht. Und ja. Nicht, dass ich jetzt irgendwen vergesse, den ich noch hätte. Habe ich noch irgendeine? Nee. Echt nicht. Okay. Dann, oh Gott. Fabi ist verreckt. oh Gott. In jede Richtung lauert der Tod, habe ich das Gefühl. Wohin gehen wir? Ich glaube, wir gehen über die Straße. Vielleicht können wir noch aus Spaß die Tankstelle in die Luft jagen. Hast du Granaten? Cool, du hast Granaten. Ziemlich gut. Ich werde gleich versuchen, daran zu denken, die mal einzusetzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Leute, es ist vorbei. Es ist vorbei. Der ist tot und der ist tot und der ist tot. Ich glaube, Slax Assassin, nee, wer war das? Irgendwer ist noch am Verbluten, glaube ich. Ich fand das voll spaßig. Wie kommt er denn auf Miserabel? Ja, Freunde der Nacht. Ihr seid alle tot. Wir geben auf, würde ich sagen. Und, ja, ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht, zu sterben, wie es mir Spaß gemacht hat, euch zu töten. Und ich würde mal sagen,
Wir sehen uns in einem anderen Video, an einem anderen Tag wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin.